Kann man den Stein hier verrücken? Nö. Aber lesen kann man ihn. Gebrüder Bramstein, königliche Tonsetzer Johann der Ältere. Rest in Peace. Hilfe. Und hier steht Gebrüder Bramstein, königlicher Tonsetzer Ludwig der Jüngere. Okay, dann spielen wir einfach hier das Lied. Nö. Die lassen sich davon leider nicht beeindrucken. Ein Irrlicht. Kauern wir uns zusammen. Hoffen, dass er uns nicht sieht. Nein! Na, oh, verklickt. Okay, einmal getroffen. Und dann sollte er wieder auftauchen. Was steht hier? Hier steht die Inschrift auf aus dem Wappen der göttlichen Familie von Jerude. Vielleicht hier? Ah, ja. Das wäre, glaube ich, ganz schlau gewesen, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, aber... Tja, so schlau bin ich halt nicht. Und was geschieht jetzt? Ein Blitz oder mehrere Blitze schlagen ein. Das Grab leuchtet. Irgendwas entsteht. Autsch. Das tat weh. Aber jetzt hat sich ein Eingang geöffnet und dem folgen wir einfach mal direkt. Ich will da rein. Ja, sehr schön. Das Königsgrab. Eine Fledermaus. Stirb. Und hier sind überall Knochen. Aber tausende Knochen. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal da hoch. Und hier sind Fackeln und Fledermäuse. Treffer. Dann muss auch die Fledermaus dran glauben. Okay, und jetzt geht das dort auf. Und ich glaube, Feuer haben wir nicht mit. Nee, leider nicht. Aber trotzdem können wir rein. Oh wow. Ich glaube, die Typen kenne ich irgendwoher. Ja. Das sind solche Teile, denen man nicht nachts im Dunkeln begegnen möchte. Und was steht hier? Ein Lied, oder? Dieses Gedicht wurde in Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familien verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer erwacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Ja, echt super schön. Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Spiele die Hymne der Sonne. Okay. Spielen wir mal die Sonne. Hymne der Sonne. Und was bringt sie uns? Hymne der Sonne gespielt. Ich wette, jetzt geht die Sonne auf. Und... Hey!
Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Och, wie toll. Da können wir es jetzt Tag machen, wenn wir wollen. Das ist natürlich sehr schön. Gut, ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Okay, machen wir. Und... dann muss ich hier nur noch raus. Am besten möglichst unbemerkt an den Typen hier vorbei. Nein, es hat uns bemerkt. Aber es folgt uns nicht. Sehr schön. Geht's hier durch. Und hier auch wieder hoch. Ja, und was passiert jetzt, wenn wir das durchlesen? Immer noch. Also hat sich nicht sonderlich viel verändert. Und da ist jemand. Was will er von uns? Oder was sagt er uns? Wetter ist der Wächter 9. Kleine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht besonders grausig aus, oder? Nö. Wirklich nicht. Gucken wir noch einmal kurz hier in das Haus rein. Ruhe! Es ist erst 6.31 Uhr. Boris der Totengräber schläft noch. Genieße einen Spaziergang auf dem Friedhof und komm später wieder. Okay, wenn er meint. Und ich denke mal, hier werde ich wieder eine Aufnahmepause machen, weil ich nicht sonderlich viel Zeit habe und ich wenigstens eine ganz kurze Folge haben will. Okay, dann bis die Tage. So, und da sind wir auch wieder zurück. Kurze Erklärung. Ich habe gerade wieder angefangen zu spielen und habe gemerkt, dass ich im Kokeri-Dorf bin. Deswegen bin ich einfach mal nach Kakariko gelaufen, um diesen Weg zu sparen. Ja, und da reden wir gleich mal mit dem alten Typen hier. Ich bin der Chef der Zimmerleute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Natürlich. Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, schade. Kümmert uns jetzt eigentlich recht wenig. Und ich denke mal, da ist einer von diesen jungen Leuten, die er meint. Oder rennen wir ihm mal direkt hinterher. Und wir arbeiten den ganzen Tag lang auf verschiedenen Baustellen hier im Dorf. Es dauert wohl noch eine Weile, bis alles fertig ist. Unser Chef ist ein ziemlicher Sklaventreiber. Och. Ja, schade. Da oben läuft noch einer rum. Ich wette, der hat nicht viel anderes zu sagen. Und oh nein, eine Frau, die unserer Hilfe bedürft. Was soll ich nur tun? Meine Hühner sind alle davon geflogen. Bitte hilf mir, die Hühner wieder einzusammeln. Ja, okay. Dann helfen wir ihr mal. Ein Huhn. Hab ich dich. Und das kommt jetzt einmal direkt in den Stall. Ah. Und was sagt sie uns? Meine Hühner sind davon gerannt. Bitte fangen noch 6 weitere. Ja, Hühner fangen. Ich glaube, das erledigen wir dann ein andern Mal. Was ist hier drin? Eine dunkle Kammer. Das ist das Haus von Skulltula. Was sagt sie uns? Arg, ich bin verflucht. Ja, das sehe ich auch überhaupt nicht. Und sie? Arg, ich bin verflucht. Vielleicht ist in der Mitte irgendwas? Hilfe. Ein großes Skulltula. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skulltulas lastet. Werden jedoch alle Skulltulas dieser Welt zerstört, verliert der Fluch seine Wirkung. Tötest du eine Skulltula, erscheint ein Symbol. Sammle es ein. Die Zahl neben dem Spinnensymbol auf dem Statusbildschirm
gibt an, wie viele Skulpturas du bis zu diesem Zeitpunkt zerstört hast. Erscheint das Spinnensymbol neben einem Namen auf deinem Kartenbildschirm, findest du in diesem Gebiet keine Skulpturas mehr. Suche nach den Skulpturas nicht nur im Freien, sondern auch in den Labyrinthen. Aber natürlich ist es nur ein Wunsch von uns. Wenn du das nicht tun willst, zwingen wir dich nicht. Brichst du den Fluch, werden wir dich reich belohnen. Sehr schön. Rubine kann man immer brauchen. Ich hoffe, man bekommt Rubine. Naja. Hühner machen echt super Sounds. Ah, Spinnen. Sterbt, Spinnen. Sterbt, sterbt, sterbt. Kann man die töten? Nö, leider nicht. Ich dachte, man kann sie töten, indem man drüber läuft. Aber anscheinend wohl nicht. Und dort ist ein Haus mit einer Wache vor, aber erst zerstören wir noch die Krüge und bekommen ein Herz. Juhu! In diesem Haus lebte einst die mächtige Impa. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet. Du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehörte einst den Shika, aber jetzt kann jeder hier leben. Schön! Ist irgendwas Besonderes? Ah, ein Typ, der rumsteht. Hey, betrittst du fremde Häuser immer unaufgefordert? Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Na egal. Hast du die Frau hinter dem Haus gesehen? Sie hat's zurzeit nicht leicht. Na egal. Sollte die Frau mal etwas über Hühner erzählen, hör ihr gut zu. Okay. Also denke ich mal, man soll sie retten. Und was machen wir dann? Natürlich helfen wir einer armen Frau in Not. Wieso sollten wir das nicht tun? Und deshalb werden wir jetzt einmal die Hühner suchen. Und ein Huhn, das lag hier, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Kommen wir da so hoch? Anscheinend kommen wir schon an das erste Huhn nicht ran, das wir uns krallen wollten. Da hilft wohl leider nichts. Wie schade. Muss die arme Frau wohl leiden. Ah, das wollte ich nicht. Aber kurz speichern. Und dann geht's weiter. Da hinten sind noch schöne Vasen. Machen wir natürlich kaputt. Wie es sich für einen zünftigen Link gehört. Und eine Leiter. Hui. Hoch da. Oh, das geht weit hoch. Ich habe Angst. Höhenangst. Und hier ist nichts. Aber da sehen wir einen Typen. Und kommen wir auf das Dach dort hinten? Ich denke nicht. Autsch. Das tat weh. Und es sieht nicht so aus, als würden wir auf das Dach kommen. Leider. Da brauchen wir wohl erst noch ein bisschen was. Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er ja auf dem Friedhof. Ja, ich glaube, den haben wir vorhin schon gesehen. So ein netter kleiner Junge, der aber die Grabgruseltour spielen wollte. Und ein Mann. Ein Job, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst. Da fällt mir nur Diebstahl ein. Du findest, das wäre keine gute Idee? Och, wieso? Diebstahl ist auch immer eine gute Alternative. Ach, aber ich glaube, Link ist nicht so böse. Und ein Schild. Todesberg. Passieren ohne Erlaubnis des Königs nicht möglich. Ah gut, ich dachte schon, das Spiel hat sich aufgehängt. Ja. Die Framerate bricht gerade ein bisschen ein. Naja, egal. Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Ja. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Ach, was denkt er sich. Aber dann spielen wir mal das Lied. Oh, vielleicht können wir auch den Brief zeigen? Nein, den Brief.